neben mir steht jetzt Michael Cinque Onche. Hallo Michael, wie geht's dir erstmal? Hallo, soweit sagen wir so gut. Gut angekommen. Ja, ist ja nicht weit. Ich habe ja keine große Anreise von Offenbach hierher, ist eine Stunde. Ja. Und worauf freust du dich denn heute am meisten? Ach, das sind ein paar Kämpfe, die sind unspektakulär, aber das werden, glaube ich, die spektakulärsten. Und Ahmed Ali, was er da reißt in seinem Hauptkampf. Aber ich bin guter Dinge, macht er schon. Und gibt es denn irgendeinen Boxer, der so dein Favorit ist, außer jetzt der Ali? Der was ist? Dein Favorit? Ja gut, ist Ahmed Ali halt. Und ja, da ist der eine Gegner, den der Luca geboxt hat im Dezember in der Stuttgarter MAP Arena. Der tritt heute an gegen den Max Geier, wird auch ein interessanter Kampf. Also sind so zwei, drei Kämpfe, auf die ich richtig, auf die ich mich freue. Ja, apropos Luca, wie ist es denn mit dem Luca? Gibt es denn da irgendwas Neues? Ja, wir haben ja jetzt seit Dezember 23 schon ein eigenes Gym eröffnet, das Athletics Hall in Sprendlingen bei Frankfurt. Und da hat der Luca jetzt, da machen wir die Amateure, wir machen Profis, wir machen Frauenboxen, Anfänger. Und das Business hat er sich jetzt erstmal hochgepusht. Also ist er da tagtäglich selber am Trainieren und auch andere am Trainieren. Deswegen haben wir jetzt mal ein paar Monate ausgesetzt. Dann war er auch verletzt gewesen, aber wir greifen im Weihnachtszirkus im Dezember wieder an. Also da steht die nächste große Fight an, die Verteidigung der WBC. Da freuen wir uns auf jeden Fall schon sehr. Und das heißt, gibt es jetzt auch einen neuen Boxstall aus Offenbach? Richtig, das Athletics Hall. Also unter der Regie von Luca und von mir. Also wir fördern das deutsche Boxen jetzt, das internationale Boxen und pushen da Amateure und Profis, die sich bei uns vorbereiten. Das ist eine tolle Location auf 600 Quadratmeter mit Kraftraum, mit Wettkampfring, also schon alles, was das Boxer begehrt, bieten wir halt an und es ist ganz gut, läuft ganz gut an. Gibt es denn auch schon dann Events von euch, dass ihr dann Box-Events quasi organisiert? Also für ein großes Box-Event ist die Halle natürlich zu klein, aber für so eine Heimgala oder so eine Homegala ist das allemal gut. Zumal wir auch einen AEBA geprüften Wettkampfring haben. Und am 18. diesen Monats machen wir eine große Eröffnungsparty. Also von daher. Sehr schön. Da freuen wir uns auch auf jeden Fall und dann wünschen wir dir jetzt hier noch ganz viel Spaß bei der Veranstaltung. Danke dir. Ihr seid herzlich eingeladen am 18. Ich schicke euch nochmal die Adresse und bis dann. Super, danke.